rede nur von meinen persönlichen Eindrücken, die ich aus Japan habe. Und falls jemand nach Japan auswandern will, ich kann es nur empfehlen. Aber ich bin recht froh, dass ich auch aus Berlin raus bin. Ne? Denn da, wo ich gelebt habe, in Friedrichshain-Kreuzberg, an der Oberbaumbrücke, das ist unter dieser grünen Bürgermeisterin Monika Herrmann ist es so verdreckt und so verkriminalisiert. Das ging ja dermaßen auf den Senkel. Ne? Und auch auf der Straße, man wird ständig... In der U-Bahn, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ständig quatscht einen jemand an. Hello, my friend, how are you doing? You want something to smoke? Also diese Drogenszene um den Girlie herum, ne, die ist ja nicht weit von da. Und das ging mir schon ziemlich auf den Senkel. Und in Japan passiert das nicht. Ne? Man steigt dort in die öffentliche Bahn und Deutschland war ein... hochgeachtetes Land mit Innovationskraft, ne? So wie es Japan inzwischen immer noch ist. Warum ist das Deutschland nicht mehr? Deutschland war ein starkes Kaiserreich in der Blüte, als sie preußisch-deutsche Ingenieure und Mediziner, Physiker, Staatsrechtler, Justiziare und so weiter, also hohe Beamte nach Japan schickten, um die westlichen Standards den Japanern näher zu bringen. Und das hat funktioniert. Ne? Das bürgerliche Gesetzbuch 1896 in Deutschland veröffentlicht und angenommen, 2 Jahre später die japanische Version, fast deckungsgleich, ne? Funktioniert bis heute. Hm? Warum nun die Preußen? Warum die Deutschen? Herzlich willkommen. Es wird heute Abend, denke ich, ein ganz entspannter Abend. Und ich habe die große Freude, Herrn Hönig hier zu begrüßen, nicht zum ersten Mal, sondern schon zum wiederholten Mal. Schon im Jahre 2008 waren Sie hier mal Referent, aber nicht hier, sondern noch in der Chausseestraße. Ja, Herr Hönig imponierte mir damals, als ich ihn kennenlernte, besonders durch seine Schrift, die inzwischen publiziert ist. Da hat er inzwischen... Entschuldigung, wenn ich einwerfe. Inzwischen wird sie gerade wieder noch überarbeitet und erweitert. Ja. Und leider, der alte frühere Verlag, der existiert nicht mehr. Das heißt, ich bin auf der Suche nach einem neuen Verlag, wenn mir jemand da weiterhelfen kann. Denn ich habe meine... Sagen Sie nochmal den Titel Ihrer Schrift. Ich hatte damals einen anderen. Terra Tragica, Notizen eines Wanderers. Ja. Ja, also ein Wanderer, das hört sich so an, als wenn man hier gerade mal durch die... Mark Brandenburg oder so. Nein, das ist eine Wanderung durch die Weltgeschichte der Philosophie und der Religion vor allen Dingen. Ja? Ich war wirklich verblüfft, was ein Mann aus Lübben, kommt aus dem Spreewald, was ein Mann aus Lübben so alles im Kopf haben kann. Ne? Also nicht nur die Spreekähne oder der schöne Schloss in Lübbenau, nein, die gesamte Religionsgeschichte steht ihm offenbar zur Verfügung, stand ihm damals schon zur Verfügung. Und das hat mich wirklich sagen überzeugt. Wir mal dieses Abendlandes. Ja, ja. Aber inzwischen ja durch die Erfahrung Japan sehr stark erweitert. Ne? Inzwischen. Mhm. Und ich denke, dann werden Sie auch Ihr Buch damit erweitern. Lieber Herr Hönig, nochmal herzlich willkommen und ich gebe Ihnen jetzt das Wort. Ich hoffe nicht, dass ich zu sehr ins Plaudern komme, aber ich muss gestehen, dass ich, wenn ich über Japan rede, ne, dass ich über die besten Jahre meines Lebens rede. Besser ging es mir nur, als ich in Jerusalem studierte. Das ist nun auch schon wieder eine Weile her. Ich bin Religionsgeschichtler. Ich habe eigentlich 2 Hauptfächer studiert, Religionswissenschaft und Judaistik. Weil ich, als ich die Chance hatte, hatte ich mir gesagt, ich hatte eine ungenügende Bildung, da wo ich aufgewachsen bin. Und als ich die Chance bekommen habe, warum nicht, habe ich Abitur gemacht, um zu studieren Religionsgeschichte und Judaistik. Habe in Jerusalem studiert und bin zurückgekommen, habe mich ein wenig unwohl gefühlt und habe dann zu meinem Glück eine umwerfende Frau getroffen, die Japanerin war. Ja, und wie das manchmal so geht im Leben, die Liebe kommt herein und ich hatte die Chance,
mich zu verabschieden auf einem Sommerfest vom High Club 2017 und bin dann im Oktober nach Japan und zwar für immer. Nach meiner Dafürhaltung, also nach meinem Wunsche und nach allem, was ich mir gewünscht habe, ist das tatsächlich die beste Entscheidung gewesen. Ich hatte ein relativ freies Leben, als ich in Berlin gelebt habe, als Lektor und als Freiberufler im Großen und Ganzen, aber ich habe mich komplett aus allem zurückgezogen. In Lübben, in Berlin und aus Deutschland. Ich bin steuerlich abgemeldet und bin quasi hauptsächlich Japaner. Ich habe weder die japanische Staatsbürgerschaft, ich habe noch nicht mal ein Dauervisum, denn die Japaner haben irgendwie ein gewisses Vorbehalt gegen Leute, die bei ihnen nicht, wie soll ich sagen, steuerlich aktiv gemeldet sind. Denn ich bin eigentlich noch auf dem Papier Deutscher. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, ich habe nicht vor, die japanische anzunehmen und ich habe auch nicht vor, das japanische Rentensystem in Anspruch zu nehmen. In dieser Beziehung bin ich noch an Deutschland gebunden. Japan hat mit Deutschland ein Rentenvereinbarungssystem, sodass ich dort, wenn es denn mal soweit ist, eine deutsche Rente beziehen kann, ohne Japan verlassen zu müssen. Allerdings ist das ein bisschen kompliziert. Die Japaner, sie lieben ihre Freiheit, sie lieben ihre Selbstständigkeit und sie lieben es, international zwar an G7 angebunden zu sein, weil sie industriell so stark geworden sind, aber auch selbstständig zu bleiben nach dem Motto, lasst uns mit den Unbillen der Welt allein. Refugees welcome, climate change, climate saving. Das spielt in Japan überhaupt keine Rolle. Fridays for Future ist nicht existent, extinct. Rebellion, Extinction, so etwas gibt es einfach. Aber doch ein paar Klimakleber. Es gibt, das ist marginal, es ist unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Greenpeace spielt überhaupt keine Rolle. WWF, so etwas. Das spielt überhaupt keine Rolle. Denn die Japaner, die sagen sich, sie sind sehr pragmatisch und sie sagen sich Überflüssiges wie die Ideologie des Ökologismus oder überambitioniertes Klimaschutz. Warum? Wir lieben unser Land, unser Japan und wir schützen das Land, wir schützen unsere Natur so gut wir können. Allerdings folgen wir der Devise, macht euch die Erde untertan. Und zwar nicht nach dem christlichen Modus, wie das im Abendlande so in den Köpfen drinne steckt, sondern nach dem relativ widersprüchlichen japanischen Modus, der auf den Shinto-Glauben zurückgeht. Und der Shinto-Glaube ist mehr oder weniger ein animistischer Glaube. Das bedeutet, dass Japaner der Meinung sind, dass alles in der Natur eine Seele hat. Und dass die Götter ihren Unwillen auch zeigen durch die zahlreichen Erdbeben. Also in Japan gibt es quasi sekündlich Erdbeben. Es gibt so Erdbebenmonitore, die man sich im Internet anschauen kann. Da blinkt es über die ganze Inselkette verstreut. Wer das Bild von Japan im Kopf hat, Japan liegt ein bisschen wie ein missratenes Semikolon vor der asiatischen Küste, langgezogen von oben Hokkaido bis unten nach Kyushu oder Okinawa. Okinawa liegt ungefähr auf der Höhe von Taiwan. Und da kommen wir jetzt zum politischen Hintergrund auch Japans in der Neuzeit. In der Neuzeit bedeutet dem Ende des 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein. Auf Okinawa ist ungefähr, sagen wir, 15-20% der Flächen dort sind besetzt von US Air Force und US Marine Corps, gegenüber Taiwan. Warum das so ist? Naja, wir kennen das. China liegt auf der anderen Seite. Das alte Formosa oder jetzt Taiwan ist halt
naja, ist auch China, nennt sich Republik China, ist aber eigentlich nicht China. Ich war mal da, habe mit Leuten dort gesprochen und die Chinesen, die dort leben, die wollen mit China nicht vereinigt werden. Und die Amerikaner wollen das auch nicht und die Japaner sind mehr oder weniger die, sie sehen sich selbst ein wenig wie Hilfstruppen der Amerikaner. Sie haben auch auf Bitten der amerikanischen und englischen Regierungen haben sie 2004 auch japanische Hilfstruppen in den Irak geschickt. Das hat große Diskussionen ausgelöst in Japan, weil Japan in seiner Verfassung einen Artikel hat, der nennt sich Artikel 9 und der besagt, dass Missverständnissen oder Streitigkeiten solle keine Waffengewalt eingesetzt werden. Das ist ein ganz wichtiger Artikel, den der selige Abe, als er noch lebte, beschlossen hatte, schon zu reformieren, besser gesagt zu revidieren. Das moderne Japan wollte auch unter Abe ein wenig mitmischen in der großen Weltpolitik. Deswegen auch diese Entsendung von Hilfstruppen in den Irak. Was die Japaner eigentlich bereut haben, kann man sagen. Sie haben nicht aktiv an Kampfhandlungen teilgenommen, das nicht, aber sie haben immerhin Truppen dorthin geschickt, in ein Kampfesgebiet. Und sie waren durchaus auch verwickelt in Kämpfe. Und mussten sich dementsprechend verteidigen. Die japanischen Selbstverteidigungskräfte gelten übrigens zu, naja gut, man hat es früher auch von den Russischen gesagt, aber heute gelten die japanischen an Stelle 7, glaube ich, zu den waffenstärksten Truppen weltweit. Erprobt wurde das noch nie und ich wünsche mir natürlich, seit ich auf Japan lebe, dass das auch nie der Fall wird. Ab und zu schickt mal der, wie heißt dieser Herrscher, Kim, einer aus der Kim-Familie von Nordkorea, Raketen in Richtung Japan. Japaner sagen übrigens nur zu Korea. Ne? Nordkorea, wie soll ich sagen, da sagen sie North Korea oder die Deutschen sagen Nordkorea. Ne? Das ist, glaube ich, der richtigere Name. Und die Japaner hoffen, dass es nicht so weit kommt, dass mal eine Rakete in Japan landet. Ich wünsche mir das auch. Die Erdbeben sind schon Strafe genug. Und Japan liegt übrigens auch in der Einflugschneise von pazifischen Taifunen. Die werden dort über dem Meer gebildet, fliegen meistens über Japan Richtung asiatisches Festland und zerstreuen sich dann. Aber die Taifune sind manchmal so stark, ich habe das auch erlebt, dass sie einem Erdbeben Stärke 2 oder 3 nahe kommen. Das heißt, man sitzt in seinem Häuschen und wird ordentlich durchgeschüttelt. Apropos durchgeschüttelt, die japanische Baukunst ist sehr, sehr hoch entwickelt. Es wird, sie bauen so schnell und die Bauqualität ist so hoch. Ne? Ich weiß nicht, wie das inzwischen in Deutschland ist. In Japan wird einfach ein Holzgerüst errichtet auf einem Betonfundament und die Isolierung ist, wie gesagt, nicht so groß, weil das Wetter ist einfach nicht so kalt in Japan. Ne? Die Heizmöglichkeit in Japan ist nahezu ausschließlich elektrisch. Das, was Deutschland auch anstrebt, aber das hat einen anderen Hintergrund. Ne? Die Deutschen wollen das Klima retten. Und diese Dummheit der deutschen Energiepolitik ist für japanisches Denken unverständlich. Die fragen sich, was machen die Deutschen? Na, was ist los mit denen? Ne? In Japan hat Kernkraft Zukunft. Das kann ich nur sagen. Unbedingt. Ne? Vor kurzem ist erst beschlossen worden, dass selbst die ältesten Kernkraftwerke noch ihre Laufzeit über die schon vereinbarte 60-Jahre-Spanne hinaus nach Sicherheitsüberprüfungen weiterlaufen lassen dürfen. Und das ist gut. Warum auch nicht? Was ist falsch an Kernkraft? Ne? Selbst das Erdbeben, das Tohoku-Erdbeben, das 2011 sehr, sehr viel zerstört hat, sehr, sehr viele Menschenleben gekostet hat, hat ein Kernkraftwerk massiv zerstört, aber menschliche Schäden
sind quasi 0 bis 1. Also es soll einen Krebstoten gegeben haben später, der den Folgen zugerechnet wurde, was allerdings relativ umstritten ist. Und die erhöhten Kehlkopfkrebsraten auch bei Kindern sind wohl darauf zurückzuführen, auf intensivere Screening-Tests, die in dieser Zeit durchgeführt wurden. Das heißt, wo viel gemessen wird, du kannst das bestätigen als Wissenschaftlerin. Viel gemessen wird, wird auch viel Ergebnis ausgeschüttet. Das heißt, höhere Fälle werden sichtbar, die sonst niemals sichtbar geworden wären und auch im Übrigen nicht wirklich schädlich für die Menschen sind. Ne, apropos schädlich für die Menschen. Strahlung an sich ist nicht schädlich für die Menschen. Die Japaner wissen das. Eigentlich wissen das die Deutschen auch, denn sie lernen es ja in der Schule, denke ich. Ne? Also in der DDR war sowjetische Strahlung nicht so schlimm. Heutzutage ist die Strahlung, auch wenn sie international oder friedlich geworden ist, etwas sehr Schlimmes. Ne? Sehr merkwürdig. Obwohl die Medizin sowieso mit Strahlung arbeitet. Ja. Naja, ich schweife ab. Aber das ist, wie gesagt, ich rede nur von meinen persönlichen Eindrücken, die ich aus Japan habe. Und falls jemand nach Japan auswandern will, ich kann es nur empfehlen. Allerdings muss ich warnen, wenn man als Angestellter in Japan lebt, kann das ein hartes Leben sein. Im Auswärtigen Amt ist das wahrscheinlich noch was anderes. Wenn man im Auswärtigen Amt für Deutschland in Japan arbeitet, gut, dann ist man quasi in einem deutschen Angestelltenverhältnis. Ne? Aber in einem japanischen Angestelltenverhältnis, ich kann nur berichten, wie ich die Leute manchmal erlebe, wenn sie nächtens nach Hause fahren in der Bahn. Sie sehen nicht unbedingt glücklich aus. Ne? Das japanische Angestelltenverhältnis zwingt viele Menschen in eine Hierarchie hinein, aus der sie selten herauskommen. Das ist ein Leben im Hamsterrad, das die Deutschen vielleicht ein bisschen kennen, aber sicherlich nicht so hart wie die Japaner. Ne? Und warum das für mich die schönsten Jahre sind, hat nur damit zu tun, dass ich die negativen Seiten Japans ausblenden kann. Ne? Ich kann es ignorieren und es tut mir leid, aber ich tue es auch. Warum tue ich das? Warum nicht andererseits? Ne? Ich habe auch in Berlin viel Negatives ignorieren können, als ich hier gelebt habe. Warum? Weil ich selbstständig war. Ne? Ich habe auf eigenen Füßen gelebt. Gut, ich habe ein bisschen andere Unterstützung noch, aber ich habe... Ich war nie in Abhängigkeit, weder von Deutschland noch von Japan. Das ist auch ein bisschen ein Gefühl, das man im Kopf haben muss. Sie können ruhig auch von den negativen Seiten von Japan sprechen. Die negativen Seiten Japans sind mehr oder weniger, dass das Leben dort... Naja, es ist... zwielichtig. Ne? Man merkt, wenn man eine Weile dort lebt, merkt man, wie viel an Gewalt und Missachtung von Liebe in so einem Land doch drinstecken kann. Obwohl das Land so unglaublich schön ist. Landschaftlich ist es spannend und trotz der Erdbeben malerisch, kann man sagen. Ne? Es hat von den vereisten Bergen Hokkaidos im Norden, es geht quasi bis nach Sibirien hoch. Ne? Auch wenn die Kurilen jetzt meistenteils zu Russland gehören, seit dem verlorenen letzten Krieg. Und im Süden geht es halt runter bis nach Kyushu und Okinawa. Okinawa ist nicht unbedingt Hawaii, aber in manchem kommt Okinawa durchaus ran an Südseeinseln und Hawaii. Politisch könnte man Japan als einen merkwürdigen Mix bezeichnen zwischen, sagen wir, Ländern wie Hawaii. Wer sich da ein bisschen auskennt politisch, Hawaii oder Island oder England, vielleicht Frankreich.
Ostdeutschland, ich trenne das jetzt mal ab, Ostdeutschland, weil ich erzähle das noch genauer. Und vielleicht noch ein bisschen China. Japan ist stark geprägt worden von China in seiner Geschichte. Ne? China war die große Weltmacht, sagen wir, bis zur Meiji-Restauration, ne, hat sich Japan häufig an China orientiert. Meiji-Restauration war Ende des 19. Jahrhunderts. Ne, davor war Japan, glich Japan mehr oder weniger, wie heißt es, einem Feudalstaat, einem vorkolonialen Feudalstaat und kam manchen verlorenen Ländern in Afrika näher als westlichen Ländern bis ins 20. Jahrhundert. Ja, Japan war zerrissen in viele Fürstentümer, die ständig miteinander im Krieg lagen. Ja. Das war auch der Grund, dass plötzlich preußische und deutsche Instrukteure Ende des 19. Jahrhunderts nach Japan kamen, um das Land auf, wie heißt es so schön, westlichen, sagen wir mal, auf deutschen Standard zu heben. Warum die Deutschen? Warum gerade die Deutschen? Ne? Warum war das eigentlich so? Japan ist zwangsweise geöffnet worden im Rahmen amerikanisch-englischer Bemühungen, Asien zu erschließen, wirtschaftlich zu erschließen und auch nötigenfalls mit militärischem Zwang zu öffnen. Für ihre Handelswege, für den Vorteil, Rohstoffe zu erbeuten, die Länder auszunehmen, wie das so im Kolonialismus üblich war. Das heißt, die Amerikaner haben mit großen Kriegsschiffen, sind sie plötzlich vor der Küste gelandet und mit den sogenannten schwarzen Schiffen unter Commander Perry haben die, wie soll ich sagen, die herrschenden Fürsten und der Shogun selbst, die haben plötzlich gesehen, was sind das denn für Leute? Warum sind die so überlegen? Ne? Wir sind doch eigentlich so eine tolle Kultur. Ich meine, sie waren nicht so blöde, dass sie nicht wüssten, was im Rest der Welt vor sich ging. Denn sie hatten vorher schon Besuch von Portugiesen. Portugiesen sind dort gelandet. In der Zeit der streitenden Reiche. Später kam noch die Zeit der völligen Abschließung Japans hinzu. In der Zeit der streitenden Reiche kamen erst die Portugiesen ins Land, dann die Holländer. Die Spanier waren auch da, ja. Aber sie haben es ein wenig übertrieben mit der christlichen Missionierung. Sie sind nicht nur nicht willkommen, sondern sie sind quasi rausgeschmissen worden, gerade die Portugiesen und die Spanier. Die Holländer und die Chinesen waren die einzigen, die Zugang hatten zum Hof des Shogun, der zu dieser Zeit in dem hauste, was man Edo nennt und wo sich jetzt Großraum Tokio befindet. Großraum Tokio, das muss ich noch nachträglich erläutern. In der Einladung stand drin, Bernd Hönig, Tokio, aber ich lebe nicht in Tokio. Ich lebe südwestlich von Tokio und Yokohama an der Pazifikküste. Im Prinzip könnte man das zum Großraum Tokio zählen. Denn meistens ist das ja in vielen Köpfen so, ein Deutscher oder ein Weißer, der nach Japan zieht, geht nach Tokio. Jein. Ich kann mit der Vorortbahn nach Tokio reinfahren, es dauert anderthalb Stunden, ja. Und Tokio ist eigentlich, besteht aus 23 Gemeinden, ne? Mit ihren einzelnen Städten, also viel mehr Städte noch. Und wenn ich nach Tokio reinfahre, dann ist das so, als wenn ich durch eine einzige riesige Stadt fahre. Es gibt keine sichtbaren Grenzen, nicht wirklich. Ne? Alles ist sehr gut verkehrstechnisch erschlossen mit der Zugfahrt in Japan. Ich weiß nicht, wie die Erfahrung für Leute war, die schon in Japan gearbeitet, gelebt und so weiter waren, ne, haben. Jedenfalls
Es ist um Klassen besser als das deutsche System. Ich bin vorgestern aus Hamburg nach Berlin gefahren und veranschlagt waren weniger als 4 Stunden. Und wie lange hat es gedauert? Mehr als 7 Stunden. Ich bin nachts um 3 hier angekommen. Es war kalt und ich war frustriert. Was ist geworden aus diesem Land? Ne? Das war das Land der Ingenieure. Deutschland war ein hochgeachtetes Land mit Innovationskraft, ne? So wie es Japan inzwischen immer noch ist. Ne? Warum ist das Deutschland nicht mehr? Deutschland war ein starkes Kaiserreich in der Blüte, als sie preußisch-deutsche Ingenieure und Mediziner, Physiker, Staatsrechtler, Justiziare und so weiter, also hohe Beamte nach Japan schickten, um die westlichen Standards den Japanern näher zu bringen. Und das hat funktioniert. Ne? Das bürgerliche Gesetzbuch 1896 in Deutschland veröffentlicht und angenommen, 2 Jahre später die japanische Version, fast deckungsgleich, ne? Funktioniert bis heute. Ne? Warum nun die Preußen? Warum die Deutschen? Ne? Also es gab einen Gesandten namens Eulenburg, der ist auch Ende des 19. Jahrhunderts davor, also nach den Engländern und Amerikanern, die zuerst das Land geöffnet haben, zwangsweise, ist ein Gesandter namens Eulenburg mit einem Schiff auch bewaffnet und mit dem Anrecht, diese Waffen zu nutzen, nach Japan gekommen. Er hat aber die Waffen nicht genutzt. Er hat einfach die ersten Beziehungen geknüpft. Und später haben die Japaner eine hochrangige, man kann sagen, Regierungskommission, aber eigentlich waren es Fürsten und ihre Anhänger. Das war in der Zeit des Übergangs, in der Meiji-Restauration. Meiji the Great, so hieß der erste Tenno, der wieder etwas zu sagen hatte nach der Shogun-Zeit und nach Sakoku. So nannte sich die Zeit der japanischen Abschließung. Ne? Tokugawa Ieyasu hieß der erste berühmte Shogun, der Japan wieder vereinigte. Der Nachfolger von Toyotomi Hideyoshi und Oda Nobunaga. Nach ungefähr 150 bis 200 Jahren unablässiger Kriege. Ne? Aus dieser Zeit stammt auch das gewisse Unbehagen der Japaner Fremden gegenüber. Alten, Gebrechlichen gegenüber. Ne? Das war alles, das Leben war nicht so viel wert zu dieser Zeit. Und wie gesagt, Japan glich vor der Meiji-Restauration Ende des 19. Jahrhunderts, glich es eher den Feudalstaaten, die man so kennt von Mittelasien bis Afrika. Also eigentlich kein schönes Leben. Über 90% der lebenden Menschen in Japan waren Nassfeld-Reisbauern, haben quasi das Land ernährt und sind auch entsprechend ausgenommen worden von den Fürsten, denen sie untertan waren. Ne? Viele kleine Fürstentümer, die Bauern lebten auf dem Land, haben ihre Abgaben in Reis gezahlt. Und die Fürsten haben versucht, ihren Einfluss zu erweitern, andere Fürsten zu besiegen, mehr Leute zu unterjochen, mehr Einfluss zu gewinnen. Bis die genannten Shogune Japan wieder vereinigten und zwangsweise dafür gesorgt haben, dass die einzelnen Kriegsfürsten, Daimyo genannt, diese einzelnen Kriegsfürsten haben wie Geiseln ihre Familien, einen Teil ihrer Familien, an den Hof des Shogun nach Edo geschickt. Tokugawa Ieyasu hatte seine Residenz in Edo errichtet, im heutigen Großraum Tokio. Dort hatten die versammelten Daimyo Teile ihrer Familie abzugeben und einmal im Jahr zu erscheinen und Rapport zu erstatten. Ja, es hat funktioniert. Ne? Und seitdem ging es wieder ein wenig friedlich aufwärts in Japan. Vorher war unablässig Krieg, plötzlich herrschte Frieden. Ja, sagen wir mal bis zur Meiji-Restauration. Ein Teil des Shogunats
hat sich mit Hilfstruppen noch dazu zwangsweise aufraffen wollen, Japan wieder in das Shogunat hineinzuzwingen, aber Meiji the Great, der erste große Tenno, der wieder Einfluss gewinnen konnte nach der Zeit des Shogunats in Edo. In dieser Zeit war der Tenno mehr oder weniger abgeschoben, hatte nichts zu melden, außer nicht mal repräsentative Aufnahmen. Ne? Nicht mal repräsentative Aufgaben. Und was ist geschehen? Meiji the Great hat gesagt, Feierabend. Der letzte Shogunat musste abtreten und als er dann starb, 1868, begann die Zeit der Meiji-Restauration. Er hat sich Instrukteure ins Land geholt. Warum preußisch-deutsche? Nun ja, Iwakuda-Mission, die erwähnte, mit den Fürsten, ist abgesegelt, erstmal Richtung Amerika. Sie wollten die Verträge, die vorher zwangsweise mit unter bewaffneter amerikanischer Oberaufsicht geschlossen worden waren, die wollten sie wieder revidieren und sind dann weitergesegelt von Amerika nach England, dann nach Frankreich, dann nach Holland. Und in Holland wurden sie schon erwartet von einer deutschen Delegation. Naja, es war eine preußisch-deutsche Delegation. Deutschland war damals noch nicht existent. Das war noch vor der Reichsgründung 1871. Der erste Aufenthalt dieser Iwakuda-Mission war prägenderweise in Essen, bei Krupp. Und was ist passiert? Ja, die Meiji-Restauration stand unter dem Motto reiches Land, starke Armee. Und sie haben sich orientiert an Preußen, ne, am aufsteigenden Preußen. Und dann das aufsteigende Deutsche Kaiserreich. Ne. Das hat ihnen imponiert. Sie hatten einen Termin bei Bismarck. Sie haben Moltke besucht, den früheren Gesandten Eulenburg, der schon in Japan war und der Bismarck und die anderen Regierungsbeamten mit den japanischen Befindlichkeiten und mit den japanischen Vor- und Nachteilen mehr oder weniger in Kenntnis gesetzt hat. Ne? Der Besuch bei Bismarck endete sozusagen mit der Überzeugung der Japaner, dass genau das sind die Leute, die wir brauchen, um unseren Staat zu modernisieren. Das Preußen, das aufstrebende Preußen, mit einer aufstrebenden Armee, mit einer aufstrebenden Industrie, Metallindustrie, Eisen, Kanonen, Gewehre, moderne Gewehre, all das brauchten die Japaner. Oder zumindest meinten sie das zu brauchen. Und von daher holten sie also viele Deutsche ins Land, Instrukteure, und auch zum Ausarbeiten einer eigenen Verfassung für Japan ebenso. Staatsrechtler kamen, Justiziare, alles, was man so braucht. Ne? Und es hat funktioniert. Also noch heute hat Deutschland in Japan einen guten Ruf. Ne? Bismarck hat die Japaner überzeugt, hört mal zu, Deutschland kennt das, ne? Viele kleine Fürstentümer und trotzdem als vereinte Nation mit deutscher Sprache Wert legen auf Eigenständigkeit. Ne? Wir sind Deutsche, das ist Deutschland. Und die Japaner sagen sich, ja, wir sind Japaner, das ist Japan. Ne? Übrigens, außerhalb Japan spricht eigentlich niemand Japanisch. Japan setzt sich zusammen aus verschiedenen Einwanderungsgruppen. Oben von Hokkaido, von Korea, von der koreanischen Halbinsel und vom Süden, Südsee. Ne? Da hat sich so ein aus diesem kulturellen Mix, kann man sagen, hat sich eine homogene Kultur entwickelt mit einer ganz eigenen Sprache. Ne? Japanisch gilt als isolierte Sprache. In Europa gibt es auch zwei von diesen Sprachen. Ich war gerade in Georgien. Georgisch ist auch eine isolierte Sprache. Niemand spricht Georgisch außerhalb von Georgien. Das ist völlig unverständlich. Ne? Also es ist nicht unverständlich, dass niemand Georgisch spricht. Georgisch ist unverständlich. ein wenig auch Baskisch. Baskisch ist auch wie eine isolierte Sprache. Ne? Gilt ein wenig als letzte europäische Sprache.
Finnland, Ungarn. Ja, die finno-ugrische Sprachgruppe ist zugewandert, nachgewiesenermaßen. Und es gibt noch ein paar skurrile Sprachen, zum Beispiel Maltesisch, die einzige semitische Sprache in ganz Europa. Ne? Und wir schreiben sie mit lateinischen Buchstaben. Ne? Wie schreibt Japan? Mit einem Buchstabenmix. Also japanische Schrift ist noch schwieriger zu lesen, als die japanische Sprache zu sprechen und zu verstehen ist. Ne? Also es gibt Kanji, die aus China kommen. Ne? Koreanische und chinesische Einwanderer und Mönche, die buddhistischen Mönche haben das mit dem Buddhismus im ersten Jahrtausend vor Christus ungefähr nach Japan gebracht. Und diese Kanji dienten dann als erste Schrift fürs Japanische. Aber Chinesisch ist mit Japanisch überhaupt nicht verwandt. Das ist eine ganz andere Sprache. Das heißt, die Japaner sprechen Kanji ganz anders aus als die Chinesen zum Beispiel. Und Japaner haben dann irgendwann in der ersten kulturellen Hochzeit, in der Heian-Periode, die ging, sagen wir mal, 8. bis 12. Jahrhundert, eine erste kulturelle Hochzeit, da hat der Tenno-Hof schon nichts mehr zu sagen gehabt in Japan. Ne? Es begann die Zeit der ersten Shogune unter Minamoto no Yoritomo. Der hat das erste wirkliche Shogunat errichtet in Kamakura. Kamakura ist nicht weit von dem Ort, wo ich lebe. Ein schöner Ort. Da steht einer der größten sitzenden Buddha-Bronzen weltweit im Freien. Sehr, sehr, sehr schön. Warum steht die im Freien eigentlich? Weil das Haus drumherum abgebrannt ist. Ach so? Ein hölzernes Haus. In Japan hat im Prinzip alles wenig Lebenszeit. Das gilt auch für die Kleidung. Die hohe Luftfeuchtigkeit und das Holz, das Baumaterial. Alles ist dem Verfall preisgegeben. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die Japaner einen gewissen Fatalismus des Lebens entwickelt haben. Das hat sicherlich auch mit ihrem Shintoismus zu tun, vielleicht auch ein Fünkchen mit dem hinzugekommenen Buddhismus, der aus über Indien und Asien und China hauptsächlich nach Japan gekommen ist und eine ganz eigene japanische Prägung inzwischen ausbildete, der Zen-Buddhismus. Aber im Prinzip sind die Japaner, wie soll ich sagen, Shinto-gläubig. Ne? Sie nehmen es nicht so ernst. Sie sind sehr pragmatisch. Ne? Wenn ein Shinto-Schrein am Wege steht, dann gehen sie hin und sprechen ihr Gebet und einmal mehr kann ja nicht schaden. Warum nicht? Ne? Sie sehen es pragmatisch. Ne? Sie sind nicht so verbissen. Das ist das Gute an den Japanern. Sie sind nicht so verbissen. Ne? Und wie gesagt, ich blende das Negative aus und kann sagen, niemand geht mir dort auf den Senkel. Warum nicht? Weil auch ich niemandem auf den Senkel gehe. Die Leute lassen mich zufrieden. Man könnte sagen, ich bin nicht interessant für sie. Okay, ich genieße das, ich schätze das. Man begegnet einander als Nachbarn auf gleicher Ebene mit respektvoller Distanz. Man schwätzt ein bisschen, aber es ist nicht so innig. Ne? Man klopft nicht an die Tür und sagt, na, kann ich mal ein bisschen Salz haben? Das ist völlig unüblich in Japan. Ja? Ich weiß das zu schätzen. Wer es inniger mag, der fühlt sich vielleicht wohler in Berlin. Aber ich bin recht froh, dass ich auch aus Berlin raus bin. Ne? Denn da, wo ich gelebt habe, in Friedrichshain-Kreuzberg, an der Oberbaumbrücke, das ist unter dieser grünen Bürgermeisterin Monika Herrmann ist es so verdreckt und so verkriminalisiert. Das ging mir dermaßen auf den Senkel. Ne? Und auch auf der Straße, man wird ständig in der U-Bahn, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ständig quatscht einen jemand an. Hello, my friend, how are you doing? You want something to smoke? Also diese Drogenszene um den Girlie herum, ne, die ist ja nicht weit von da. Und das ging mir schon ziemlich auf den Senkel. Und in Japan passiert das nicht. Ne? Man steigt dort in die öffentliche Bahn und man ist allein. Ja?
wer das nicht mag, wer Gemeinschaft mag, ne, wer Feminismus mag, Veganismus, Ökologismus, der ist in Japan nicht gut aufgehoben. Ne? Ich bin da sehr gut aufgehoben. Ne? Es tut mir leid. Ich bin für die deutsche Hysterie nicht mehr zu haben. Ne? Ich habe das gemerkt in den Corona-Zeiten, das war so schlimm. Es tut mir leid für das Land. Ne? Und mit der neuen Regierung wird es, glaube ich, nicht besser. Diese merkwürdige Außenministerin, ja, die Annalena Baerbock, das ist so schlimm. Es tut mir so leid, das zu hören. Jede Silbe von ihr schmerzt mich. Und der sogenannte Wirtschaftsminister, den man nicht zu Unrecht auch als Abwirtschaftsminister bezeichnet. Was soll da werden, ne? Unter diesem Kanzler? Aber ich, wie soll ich sagen, in Japan ist das ein bisschen anders. Die Leute sind misstrauisch der Politik gegenüber und der Regierung gegenüber. Warum ist das so? Ne? Es gibt, die Japaner sind, ich will nicht sagen, sie lieben Verschwörungstheorien, aber es ist nicht weit davon entfernt. Ne? Twitter schwemmt über von allen möglichen Dingen. Mir ist das aufgefallen, besonders bei den sogenannten Tokyo Olympics, ne, die mehr oder weniger ein Reinfall waren. Ein sehr, 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 sehr teurer Reinfall. 2020 sollte die Olympiade in Tokio und Umgebung stattfinden. Warum eigentlich? Sie mussten erst beschließen, dass aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit die armen Sportler natürlich nicht im Sommer anstrengende Veranstaltungen überleben würden. Naja, was heißt überleben? Okay, sie sind schon kräftig, aber naja, es wäre schwierig geworden. Das heißt, es ist zeitlich verschoben worden und dann kam Corona, dann ist es nochmal verschoben worden auf ein Jahr und dann ist Japan nach meinem Dafürhalten, wenn ich die Äußerungen von Typen wie Thomas Bach so in Erinnerung habe, sind sie mehr oder weniger dazu verpflichtet oder gezwungen worden, die Olympiade durchzuführen, obwohl das ein Es war abzusehen, dass es ein teurer Reinfall wird. Ne? Und Twitter ist übergeschwemmt. Ne? Sie haben sich unterbuttern lassen, die Japaner. Warum machen die das? Ne? Thomas Bach ist gezeichnet worden als Teufel und fahr wieder nach Hause. Und warum soll ein solcher Mensch auf japanische Steuerkosten in einem Nobelhotel übernachten? Ne? Über Wochen. Warum sollen wir so einen Typen bezahlen? Ne? Und was wollen die eigentlich bei uns? Olympiade um diese Zeit? Und dann immer mit Masken und PCR-Test? Abhängig davon, dass dieser PCR-Test... Naja, gut, ich will das nicht zu sehr ausführen. Was ich berichten wollte, ist, dass die Japaner nicht gut zu sprechen sind, dass sie ihrer Regierung misstrauen. Woran lässt sich das festmachen? An einer unglaublich geringen Wahlbeteiligung. Die ist so gering, dass manche Wahl im Westen gar nicht anerkannt würde. Wenn da nur, ich weiß nicht, 40, knapp über 50 Leute zur Wahl gehen, was soll das? Aber die Japaner sagen sich, die machen eh ihr Ding. Wir wollen da nicht mitspielen. Da sind sie sehr offen. Das ist das Widersprüchliche und das Gute in Japan. Man kann sofort sehen, was sie mögen und nicht mögen. Wenn sie es denn zeigen, denn Japaner sind ebenso gut darin, eine Maske zu tragen. Ich weiß nicht, ob das die Diplomaten so kennengelernt haben, aber mir ist aufgefallen, dass man nie wirklich weiß, woran man ist mit jemandem, wenn man ihn nicht über Jahre kennt. Ich habe festgestellt, dass ich bis heute manchmal nicht weiß, woran ich mit dem einen oder anderen Nachbarn bin. Ja? Woran liegt das? An ihrer Kunst, eine Maske zu tragen. Sie sind unglaublich gut darin. Die Japaner sind, sie haben so viele Lebensebenen, die sie miteinander verknüpfen können, von privat bis öffentlich und beruflich. Es liegt vielleicht daran, dass ich mich darin, wie soll ich sagen, nicht stoßen muss, ne? weil ich mir sagen kann, dieser Mensch ist ein anderer Mensch als der Mensch, den ich im letzten Jahr noch kannte.
Das klingt ein bisschen komisch, aber in Japan klingt einiges komisch. Japan ist einfach ein widersprüchliches Land. Ne? Ich will nicht zu viel von den Negativen erzählen. Ne? Zu den Negativen zählt vielleicht auch, dass man unter ständiger Bedrohung lebt. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die Japaner ihren Fatalismus entwickelten, ihren Shinto geprägten Fatalismus. Ne? Sie sagen sich, ein Erdbeben, ein großes Erdbeben, ein Ausbruch des Fuji, ein schlimmer Taifun, alles kann jederzeit passieren. Ne? Aber es liegt nicht in unserer Hand. Sachen gibt es, die wir nicht verändern können. Ne? Da sind sie ein bisschen weitaus fatalistischer als die Deutschen, die unter grüner Führung, so möchte ich das jetzt mal sagen, darauf gedrillt werden, die Natur zu beherrschen, und zwar auf ihre Art. Sie geben ja an, dass sie quasi die Temperaturentwicklung regulieren können, mehr oder weniger. Also 2 Grad Ziel, 1,5 Grad Ziel, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Und wie sollen die wirtschaftlichen Maßnahmen, die man unter dem Begriff Klimaschutz verkauft, wie sollen die dazu beitragen, Temperaturen zu regulieren? Welche Temperaturen eigentlich? In welcher Klimazone? Ja. Japan hat verschiedene Klimazonen. Unten ist es subtropisch, oben ist es subarktisch. Dazwischen flaniert das Land hin und her. Ne? Und das ist gut so. Ich genieße das Leben. Und ich kann sagen, die Temperaturen sind im Medium gut. Ne? Wir lieben es, wenn es kalt wird, zwischen Dezember und Februar noch weiter südlich zu ziehen, so wie jetzt nach Vietnam zum Beispiel oder Malaysia oder Singapur, wo es sich gerade anbietet. Ne? Nur eben nicht Deutschland, da ist der Temperatursturz enorm. Denn Minusgrade kennen die Japaner so gut wie nicht. Hin und wieder kommt es mal vor. Ich rede jetzt nicht von Hokkaido. Hokkaido kennt quasi nur Minusgrade. Ein bisschen übertrieben. Aber Hokkaido hat ein halbes Jahr lang Winter. Ein halbes Jahr lang Winter. Und der Schnee ist dort so hoch. 3 Meter heute. Ja, meine Frau ist geboren in Sapporo. Also ich weiß, wovon ich rede. Ich war ein paar Mal dort. Auch im Winter. Ich habe es nicht genossen, denn auch ich bin kein Winterkind. Da, wo wir jetzt leben, in Atami, so heißt der Ort, eigentlich leben wir nahe der Ortschaft Yugawara, aber unsere Adresse gehört zu Atami, südwestlich von Tokio und Yokohama, wie gesagt. Und dort wird es selten, auch im Winter, kälter als 10 Grad, 10 Grad plus. Manchmal geht es runter bis auf den Gefrierpunkt, wenn es richtig knackig kalt wird, aber das ist auch schon alles. Ja. Ich habe es erlebt, dass meine Nachbarn gesagt haben, als die Straße eines Nächtens mal überfroren war, das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr erlebt. Das heißt, Global Warming ist ein, finanziell sich lohnender Mythos für die, die daran verdienen, um die Wirtschaft umzubauen. Bitteschön. Aber ich habe den Eindruck, auch wenn Japan zu den G7 dazugehört und wenn sie fleißig alle Verträge unterzeichnen, die irgendetwas mit Klima zu tun haben, aber in der Realität kümmern sich die Japaner nicht darum. Ja. Windräder spielen so gut wie keine Rolle. Sonnenkollektoren werden mit Misstrauen betrachtet. Warum? Ein Beispiel dazu. Atami, die Stadt, zu der unsere Adresse dazugehört, die aber einen Bergrücken weiter ist. Ich lebe näher zum Pazifik hin, näher zum Norden hin. Von dort aus geht es relativ von der Küste steil hoch in die Berge. Und in Atami hat sich vor 2 Jahren ein Bergrutschunglück zugetragen. Warum ist das geschehen? Ne? In Deutschland, ich verfolge immer die deutschen Medien, war sofort die Rede davon, mehr Regen, Klimawandel, menschengemachter Klimawandel. Das heißt, der Mensch ist schuld an solchen Katastrophen.
Was habe ich aber bei den Twitter-Detektiven von Japan gelesen? Das hatte überhaupt nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Ne? Es hat sich herausgestellt, dass oberhalb des abgerutschten Berghanges bis zur Küste hinunter nach Atami ist ein Stück des Berghanges abgerutscht, hat ein paar Häuser mitgerissen und über 20 Leute in den Tod gerissen. Das ist kein schöner Tod. Ne? Unter Geröll, Schlamm und Stein begraben zu werden, sicherlich ist das ein grausamer Tod. Grausamer kann es nur sein, wenn man als Jude oder Amerikaner von der Hamas gefangen wird oder von den Taliban. Jedenfalls, die Twitter-Detektive haben herausgefunden, dass oberhalb dieses abgerutschten Berghanges ein neues Solarpanelfeld errichtet worden war. Mit den üblichen Betonbefestigungen, und man hat auf Satellitenaufnahmen die Risse im Beton gesehen. Das heißt, der Erdgrund darunter hatte sich schon bewegt. Und wie sich herausgestellt hat, waren die beteiligten Firmen schuldig daran, den Geröll, den Abhub beim Errichten dieses Solarpanelfelds, wie heißt es so schön, nicht natur- und technikkonform abtransportiert zu haben. Das heißt, sie haben es irgendwo in die Wildnis gekippt, haben dabei ein paar natürliche Wasserläufe zugeschüttet, aber wie Wasser so ist, es sucht sich seinen Weg. Wasser gewinnt immer, so wie die Schwerkraft immer gewinnt. Man kann Physik nicht besiegen. Und so war es auch in diesem Fall. Das heißt, das Wasser hat sich einen neuen Weg gesucht und so kam es letztendlich nach Tagen zu einem Erdrutsch. Wer war daran schuld? Menschengemacht, ja, aber nicht menschengemachter Klimawandel. Menschengemachte Korruption beim Bau und Pfusch. Gut, das ist alles noch eine Aufarbeitung, es wird gerichtlich verfolgt, aber jetzt kommen wir doch wieder zu einer japanischen Verschwörung. Wie die Twitter-Detektive gleich herausfanden, sagen sie, da ist Kanryo damit verbunden. Kanryo gilt als eine geheime Regierung. In Amerika hat man gesagt, Deep State, genau. Seit Eisenhower ist dieser Begriff in Amerika auch in Amerika und im Westen gilt als ein Synonym für eine Verstrickung von Industriellen mit dem Staat zu ihren Zwecken. Und das ist eigentlich keine Verschwörung. Es steckt nicht nur ein Körnchen Wahrheit darin. Ne? Und so wird es wohl auch in Japan der Fall sein. Das heißt, Korruption ist auch für Japaner nichts Unbekanntes. Allerdings tendieren die Japaner dazu, solche Dinge recht offen anzusprechen und auch in ihren Sendungen zu zeigen. Ne? In Deutschland habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Medien anschaue, ich kann das nur im Internet verfolgen, aber wenn ich mir die Medien und ein paar Nachrichten anschaue, da wird einiges, die vierte Gewalt nach meinem Dafürhalten, und ich finde das traurig. Funktioniert nicht mehr in Deutschland. Die vierte Gewalt ist ja eigentlich dazu da, der Journalismus ist dazu da, die neben der Opposition die Regierung zu kontrollieren und aufzuzeigen, was lief falsch. Ne? Aber wenn ich mir die Nachrichten anschaue, wow. Ein wenig eine Mischung aus Pravda und Neues Deutschland vor 40, 50 Jahren. Und ich finde das traurig. Ne? Also Deutschland hatte so große Chancen. Die Stadt Berlin 1990 hatte so große Chancen, eine leuchtende Metropole zu werden. Aber was ist daraus geworden? Ne? Wenn ich mir Berlin so anschaue, ich bin gestern abends wollte ich einfach nur mit der Straßenbahn von A nach B fahren. Es hat nicht funktioniert. Die Straßenbahn kam 20 Minuten nicht. Ne? Dann bin ich an einem Bus umgestiegen. Der Bus fuhr 3 Stationen, dann hat er angehalten. Warum?
plötzlich war eine Demonstration auf der Straße. Ich finde Demonstrationsfreiheit toll, aber warum geschieht mir das jetzt? Warum zeigt mir das auf, dass ich mich nicht mehr zwanglos so bewegen kann, wenn ich kein Fahrrad habe in Berlin zum Beispiel? Ich finde das traurig. Und das ist eine der positiven Seiten von Japan. Da passiert einfach nicht. Okay, es gibt Demonstrationen, aber sie werden geleitet, begleitet auf einer Straßenseite. Auf der anderen wird der Verkehr vorbeigeleitet. Es gibt eigentlich keinen Stopp und keinen Zwang den Menschen gegenüber. Es gibt hin und wieder einen Stopp des Zugverkehrs, wenn sich ein Selbstmörder vor den Zug warf. Das passiert gar nicht so selten übrigens in Japan. Kommen wir wieder zu einem Negativum, dass die japanische Selbstmordrate unglaublich hoch ist. Ich glaube, eine der höchsten in der westlichen Welt. Wenn man von nördlichen Ländern vielleicht mal abzieht, wie Finnland, wo die Suizidrate auch sehr hoch sein soll. Ungarn auch? Ungarn auch, ja. Wieso in Japan so hoch? Weil es Psychotherapeuten gibt. Ja, Psychotherapie spielt in Japan eine mindere Rolle, sagen wir es mal so. Es gibt jede Menge Counselor in Japan, aber sie sind keine Psychotherapeuten. Ne? Denn der Japaner, wenn ich das aus meiner Erfahrung berichten darf, solche Sachen wie Seele, Sühne, Schuld, das spielt in Japan keine Rolle. Japaner, man darf das nicht mit westlichen Maßstäben wechseln. Erstmal, der Selbstmord ist in Japan nicht tabuisiert. Das ist durchaus ein Mittel, um zu zeigen, zum Beispiel in der Zeit, als die Samurai noch ihre Schwerter tragen durften, bis zur Meiji-Restauration, war das ein Mittel, um zu zeigen, meine Seele ist rein. Nach japanischem Glauben liegt diese Seele im Bauch. Der Bauch wird beim Seppuku, dem rituellen Selbstmord der Samurai, also sowas haben nur hochgestellte Persönlichkeiten gemacht. Seppuku war ein Ritual vor der Öffentlichkeit, wurde zelebriert sozusagen. Ne? Man hat auf einer Matte gesessen mit seinem speziellen Katana, um sich den Bauch zu öffnen und zu zeigen, dass die Seele rein ist. Hier, mein Bauch ist offen, die Seele ist rein, ich gehe friedlich in den Tod. Das ist überhaupt nicht tabuisiert. Im christlich geprägten Westen ist das schon ein bisschen anders. Und im Islam sowieso. Von daher ist der Suizid in Japan gar nicht so ungewöhnlich. Es ist immer wieder traurig. Nicht bei Schulversagen, sogar bei Jüngeren ist das ja. Das ist nicht so ungewöhnlich. Es gibt auch ein Phänomen, was man hierzulande mit Mobbing bezeichnet. In Japan heißt das Ijiwaru. Also wenn jemand Ijime tut, dann ist der quasi, wenn jemand diesem Ijiwaru ausgesetzt wird, gerade als Kind, ist das natürlich eine ganz schlimme Sache. Als Psychotherapeutin kann sie das vielleicht bestätigen. Ja. Kinder leiden da sehr darunter. Wenn sie aus der Gruppe ausgeschlossen sind, dann kann es durchaus dazu kommen, dass diese Kinder sich selbst das Leben nehmen. Ja. Dass sie sich einfach vor den Zug hauen. Und sie sehen das nicht als Verzweiflungstat an, sondern als gewollten Ausstieg aus diesem Leben. Und im japanischen Shinto-Glauben, der vielleicht nicht so ausgeprägt ist wie ein starker christlicher Glauben im Westen, aber immer noch so stark ist, dass er das japanische Leben kulturell dominiert. Ja. Auch wenn für viele junge Leute, wenn sie aufwachsen, nach der Highschool zum Beispiel, Zeit und Geld noch wichtiger sind als Religion. Shinto ist eine schöne Zutat, die von sehr, sehr vielen genossen wird.
aber nicht so richtig ernst genommen wird. Ne? Shinto ist auch, die Religion des Shinto ist für die japanische Nachbarschaft eine schöne Gelegenheit, um zusammenzukommen, um zu feiern. Hochzeit auch? Oder ist es mehr christlich? Hochzeiten werden eigentlich im Shinto-Schrein gefeiert. Ich habe auch in einem Shinto-Schrein geheiratet. Ne? Hakone, Shinto-Schrein, einer der schönsten Shinto-Schreine überhaupt. Entschuldigung, wenn ich davon schwärme. Aber die Hochzeit war so toll. Der Priester hat Mushibubu und so weiter, was Priester so machen. Mir haben auch Japaner gesagt, selbst sie würden nicht verstehen, was der Shinto-Priester dort spricht. Ne? Weil sie eine sehr altertümliche Sprache haben, die sehr, sehr lange zurückreicht. Ne? Ein wenig so wie beim japanischen No-Theater. Niemand versteht diese Texte. Ne? Oder deutsche, italienische Oper. Versteht jemand italienische Texte, der italienische Opernarien hört? Ich behaupte, nicht mal die Italiener verstehen das. Ne? Und so ist es auch im No-Theater. Wenn dort japanische Texte mehr oder weniger gesungen werden, versteht kein Japaner, was die eigentlich dort von sich geben. Und so war es auch mit dem Priester im Shinto-Schrein. Was mussten Sie denn geloben? Was mussten Sie denn geloben? Oder müssen Sie da gar nichts geloben? Gibt es da nur? Ich habe den japanischen Text irgendwo verlegt. Also ich habe ein Stück Text vorgelesen, was mir, ein bisschen Mühe bereitet hat. Ich habe einen japanischen Text vorgelesen, der mehr oder weniger sagt, ich kümmere mich um die Frau, so wie sie sich um mich kümmert und so weiter. Mhm. Das ist dann ähnlich wie auch bei uns. Ne? Es ist vergleichbar, ja. Frage es ist mal, auch in Japan scheint es eine strenge Einehe zu geben, obwohl das ja gar keine Christen sind. War das schon immer so oder woher kommt das? Diese strenge Einehe ist nicht wirklich streng. Japan ist in mancher Hinsicht, ich komme jetzt mal wieder zu den positiven Seiten Japans, zumindest aus der Sicht des Mannes betrachtet, wenn ich mir das erlauben darf, meine Damen. Es gibt nichts Schöneres für einen westlichen freien Mann als eine japanische Ehefrau. Tut mir leid, aber das ist meine Erfahrung. Ich spreche nur von meiner Erfahrung. Ne? Und die japanische Einehe, ich würde niemals meine japanische Frau aufgeben. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass in Japan Affären gang und gäbe sind. Ne? Also es ist ein offenes Geheimnis, selbst in jungen japanischen Ehehäusern, dass das sexuelle Leben nach der Geburt des ersten Kindes schon erlischt. Ne? Sex ist etwas, das unter Verschlossenheit stattfindet, ne? Nicht mit geöffneten Fenstern oder so, also wie das manchmal in Berlin üblich. Nein, in Japan ist alles streng geregelt, in verschlossenem Raume. Und natürlich, Kinder sollten davon überhaupt nichts mitbekommen. Ne? Das ist etwas Heiliges zwischen den Eltern. Und deshalb ist es leider auch bei jungen Paaren so, dass das Sexualleben mehr oder weniger stirbt nach der Geburt der Kinder. Ne? Danach wird die Ehe eine Zweckgemeinschaft, aber der sexuelle Drang der Menschen, der stirbt ja nicht. Natürlich nicht. Ne? Und was passiert? Was eigentlich auch im Westen passiert. Ne? Man sollte sich das nicht zu blumig vorstellen. Ne? Aber es passiert eben doch hin und wieder. Das heißt, Affären sind in Japan durchaus gang und gäbe. Und das Phänomen der Love-Hotels ist auch eine besondere Spezialität, die ich eigentlich nur aus Japan kenne. Ne, Love-Hotels sind Hotels mit relativ viel japanische Verhältnisse. In Japan ist alles ein bisschen kleiner. Alles ein bisschen kleiner, dünner und zweckmäßiger. Aber Love-Hotels sind ganz anders. Die sind quasi das Las Vegas in Japan. Ne? Alles ist hell beleuchtet. Es gibt verschiedene Bettenformen. Man kann, wenn man in ein Love-Hotel hineinkommt, man muss mindestens 18 sein,
Eigentlich die Volljährigkeit war bis vor kurzem noch 20 in Japan. Die Räume haben alle Schallschutz. In den Räumen gibt es verschiedene Dinge wie Karaoke-Equipment. Kennt jemand Karaoke? Also da wird Musik eingespielt und man singt dazu. Ne? Karaoke-Equipment, es gibt verschiedene Sexspielzeuge. Man kann unten am Tableau kann man einwählen, wenn die Frau eine bestimmte Uniform tragen soll, wie Polizeiuniform oder eine Kellnerinnenuniform oder eine Krankenschwester oder was auch immer, eine Soldatin spielen soll. Für den Mann gibt es übrigens keine Uniform, ne? Nur für die Frauen. Woher weiß ich das? Weil ich selbst natürlich dort auch schon übernachtet habe, aber mit meiner Ehefrau, nicht mit einer Geliebten. Warum habe ich dort übernachtet? Ganz einfach, wenn man auf Reisen ist, viel Platz braucht und eine riesige Wanne, für japanische Verhältnisse, riesige Wanne, dann muss man in ein Love-Hotel gehen. Ne? Da gibt es riesige Wannen mit Unterwasserbeleuchtung und Muschibubu, Jacuzzi, alles, was man braucht. Ne? Und wie gesagt, riesige Betten. Das ist auch in Japan in den normalen Hotels, ist alles immer unglaublich klein. Selbst die Wanne ist manchmal nur so. Man sitzt da drin. Aber in den Labotels ist es anders. Da ist alles anders. Und faszinierend. Also, es ist schöner dort zu übernachten. Und normalerweise, wer geht dorthin? Affären oder aber junge Leute. Junge Leute, die noch keine eigene Wohnung haben, aber trotzdem ihren Spaß haben wollen. Und wenn sie das Geld haben, dann buchen Sie sich in ein Love-Hotel ein. Das heißt, wenn Sie oberhalb von 18 sind. Und komischerweise ist das Age of Consent, so heißt es wohl, in Japan eines der niedrigsten weltweit, abgesehen von Stammes- oder islamischen Ländern. In Japan ist das Alter von 13 akzeptabel. Ne? Natürlich mit Zustimmung der Eltern und wenn die Partner ungefähr gleichaltrig sind. Also es gibt natürlich auch, es gibt keinen Sextourismus nach Japan. Niemand fährt nach Japan, um Sex zu haben. Wie zum Beispiel nach Thailand. Manche fahren nach Thailand, um Sex zu haben. Ich habe das gehört. Ich würde das nicht machen, natürlich nicht. Warum soll ich Geld bezahlen für Sex? Ich habe eine wundervolle Ehefrau. Ne? Und so etwas gibt es eben in Japan nicht. Es ist von aber wenig Scheidungen auch, ne? In Japan. Praktisch gar nicht. Relativ wenig, denn ja. Die Ehe gilt wirklich als Zweckgemeinschaft, um die relativ wenigen Kinder, die in Japan geboren werden, auch ins Leben zu führen. Ne? Und wenn man dann einmal alt geworden ist zusammen, dass die Kinder aus dem Haus sind, dann okay, es passiert, dass die alten Leute ihre eigenen Wege gehen, aber eigentlich bleibt man zusammen. Warum auch nicht? Pragmatismus. Ne? In Richtung Pragmatismus sind die Japaner unglaublich gut. So wie auch in puncto Adaption. Sie haben kulturell zu ihren Anfangszeiten viel von China adaptiert. Ne? Ihre ersten Hauptstädte in der Nähe von Kyoto, in Nara, die wurden alle inspiriert durch chinesische Hauptstädte oder chinesische große Städte. Ne, die Schrift kommt aus China. Allerdings, weil Japanisch so eine eigenständige Sprache ist, die mit der chinesischen Sprache nichts zu tun hat, haben sie zusätzlich zwei Schriftsysteme entwickelt, nennt sich Hiragana und Katakana. Das sind jeweils 46 bis 50 Syllabogramme, die dazukommen. Und dazu kommen noch die Romaji, also die lateinischen Buchstaben, die Romanisierung der japanischen Schrift. Mehr oder weniger. Ja, fein. Machen wir hier einen Einschnitt mal, eine Pause und dann sprechen wir. Ja? Ja, ich bin offen für Fragen. Ich habe nur kleinere Aspekte angerissen, mehr oder weniger, aus einem größeren Spektrum. Gut.